Ja, Leute, willkommen zum Anime-Talk von dieser Woche. Wieder dabei, Monsieur D. Hallöchen. Dankeschön. Und dieses Mal, man sieht es schon, quatschen wir über One Piece. Und weil One Piece für einen Anime-Talk alleine zu groß wäre, haben wir uns ein Thema ausgesucht. Und zwar die zukünftigen Mitglieder von den Strohhüten. So, und dann darfst du gerne anfangen. Mit einem. Also, es ist ein kompliziertes Thema. Also, es gibt entsprechend Interviews mit Oda, dass eigentlich nur noch ein Mitglied rein sollte, dass das Ganze auf 10-mal begrenzt werden sollte. Aber so wie es im Moment aussieht, haben wir beide jeweils zwei Favoriten entsprechend auf unseren Listen. Carrot und Jinbei stehen ganz hoch auf unseren Listen. Und wir sind uns da echt unsicher, wer von den beiden als erstes reinkommt. Ich bin ja der Meinung, Jinbei kommt als erstes rein. Das hat man gehört. Das Ausatmen. Ja, es ist schwer einfach zu sagen, wer von den beiden jetzt als erstes reinkommt oder dass da irgendwas an ganz Beklopptes, Unvorhersehbares jetzt passiert, dass irgendjemand von den beiden sterben würde durch den ganzen Big Mom Arc. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass... Ich kann es mir auch nicht so recht vorstellen. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass Carrot nach dem Big Mom Arc joinen wird. Vielleicht auch erst nachdem sie im Land der Samurai gekämpft haben. Aber ich denke mal, dass Carrot als erstes da großartig joinen wird. Und dann eventuell Jinbei nochmal dazukommen wird, sagen wird, ich muss noch eine Sache klären bei der Weltregierung, wird dann zurückgehen und wird dann, ich denke mal, einen Arc später spätestens noch der Crew joinen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es Jinbei sei. Also wenn, macht es nur Sinn, Jinbei sterben zu lassen. Carrot passt einfach nicht als Todeskandidatin. Es passt einfach nicht. Es kann natürlich auch so was Abstraktes sein, dass er gerade zur Weltregierung geht, um irgendwas zu erledigen und dann von denen gefangen genommen wird. Oder getötet wird, was weiß ich. Irgendwie so ein Schwachsinn. Naja, es gibt ja auch die Aussage, dass Oda eigentlich nicht mehr so viele Figuren sterben lassen wollte. Richtig, zwei Stück wollte er noch sterben lassen. Und So. ja, So. abwarten. Also ich kann es mir ehrlich gesagt halt nicht vorstellen, dass er. Also Carrot ist für mich so, also keine Kandidatin, die man sterben lässt. Also wenn er Carrot aus der Crew raushalten möchte, weil sie möchte ja unbedingt zur See fahren, sie möchte ja unbedingt als Piratin leben. Deswegen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Ruffy da unbedingt Nein sagen wird. Das Einzige, was man sich noch vorstellen könnte, ist, dass die entsprechend bei Law anheuert anstelle von Ruffy. Das glaube ich Warum wiederum auch nicht. immer. Das Es könnte natürlich sein, weil der entsprechende andere, Der wie heißen Eisbär die ist nochmal, Mink. Mink. Ja, der andere Mink dabei ist. Ja, aber ich sag mal, das passt einfach nicht. Also stell dir mal, nein, stell dir doch mal bitte Carrot auf dem Schiff von Law vor. Das, nee, never. Auf gar Wir keinen sprechen hier Fall. immer noch von Oda. Das heißt, erwarte das Unerwartete und dann fährst du normalerweise ganz gut. Also ich sag mal so. Wenn ich das Unerwartete erwarten solle, dann wird das, dass Carrot irgendwie im Land der Samurai bleibt oder sich da die Samurai-Piraten gründen und sie damit anheuert, dass Jinbei umgebracht wird und das 10. Mitglied Caesar klauen wird. So, das ist Das ist natürlich unerwartet. auch, das wäre unerwartet. Ich meine, es gibt. Leute, wir erwarten das Unerwartete. Ich meine, es gibt genug Theorien, dass Caesar auch noch einer wird, aber das kann ich mir sowas von überhaupt nicht vorstellen. Der Also, das kann ich passt mir eigentlich wirklich nicht überhaupt nicht vorstellen. rein. Nee, Nee, war. der ist. Nee, ganz ehrlich, Nee. also. Nee. Also, wenn das Caesar wird und dann. Also, wenn es Caesar wird, dann wären es 13 Piraten. Weil ganz ehrlich, dann gehören Carrot und Jinbei auf jeden Fall auch noch da rein. Wobei, nee, dann Du wäre kannst Caesar der 10.
Das heißt insgesamt kannst 12. direkt eigentlich eine Spoilerwarnung jetzt schon vor das ganze Video setzen, wegen jetzt, was im letzten Manga-Kapitel kommt. Wenn das Ganze so weitergeht, wie es im Moment läuft, kann ich mir vorstellen, dass Caesar reinkommt. Aber je nachdem, was im nächsten Kapitel, also sprich morgen bzw. heute rauskommt, wie das Ganze entsprechend läuft, sage ich dir, ob Caesar reinkommt oder nicht. Also, ich habe ja schon gesagt, also was ich mir vorstellen könnte, was mit Caesar passiert, dass der sich irgendwie so gefreut hat, mit den Minks da auf Su zu arbeiten, dass er da zurückgeht und da als Arzt praktiziert. Mäh. Könnte ich mir vorstellen. Oder er gründet seine eigene Piratengang neu. Das ist realistisch. Und dass sie eventuell sogar dann in die Piratenallianz von Ruffy mit reingehen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil er braucht dann ja den Schutz. Weil Ja, in dem das ist Augenblick gute ist Idee. Kaido ja hinter ihm her. Und Caesar ist ja nicht unbedingt für seinen absoluten Mut bekannt. Dementsprechend kann ich mir das auch noch relativ gut vorstellen. Aber, und das ist auch eigentlich das, was am realistischsten ist. Also, das ist wirklich das, was meiner Meinung nach am realistischsten ist. Dass er wirklich der Piratenallianz beitritt und vielleicht sogar nicht selber als Captain, sondern halt irgendwie bei Law anheuert oder so ein Schwachsinn. Irgendwo wird Caesar ja Schiss haben, dass Kaido jetzt hinter ihm her ist und ihm Böses möchte. Und ja. Und Law ist wahrscheinlich der potenteste entsprechend, um Kaido zu killen. Rutschen wir wieder ab. Da rutschen wir wieder ab. Ja. Aber wie gesagt, also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es. Eigentlich kann er. Ich könnte dir nicht sagen, ob ich Carrot eher vorne sehe oder Jinbei, weil Jinbei hat halt schon bestätigt, dass er Mitglied werden möchte. Aber Jinbei ist auch Ja. so für mich einer, da ist es durchaus möglich, dass der irgendwo in ein Gefecht kommt, dass der sich als Samurai der Meere halt abmeldet, wie auch immer man das macht. Das ist ja doch schon längst draußen. Da ist er doch schon längst draußen. Stimmt, der ist da ja draußen, ne? Ja, also das. Er Da, hat ja mit Piraten konspiriert, oder wie das schöne Fachwort ist, wenn man seine Sachen verrät. das stimmt, das heißt, er ist dann ja, er ist ja ein gesuchter Mann in dem Augenblick. Das heißt, Ja, ich mit könnte einem mir echt Kopfgeld von vorstellen, 400 Millionen. boah, ist jetzt nicht gerade wenig, ist jetzt aber auch nicht so ultra viel. In Ruffys Mannschaft ist er der Mann 2. Ich sag mal so, spätestens nach dem Arc werden die Kopfgelder erhöht. Spätestens. Ja, aber selbst dann wäre entsprechend immer noch das von Zorro das Kopfgeld, was ich nicht erhöht hätte. Warum? Weil er da nicht, der war ja nicht großartig am Big Mom Arc beteiligt. Das ist egal, also ganz ehrlich, da wird die ganze Mannschaft hochgestuft. Ich glaube nicht, dass dann nur Ruffy und Nami, vor allem Nami. Ganz ehrlich, warum hat Nami eigentlich ein Weswegen? Kopfgeld? Weil so da dabei geholfen hat, den weil sie dabei geholfen hat, Cracker zu besiegen. Wow. Naja, also ich kann, also ganz ehrlich, ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da der ein oder andere Kopfgeldjäger noch hinter ihm her ist, aber ich glaube nicht, dass sie so dann Jinbei irgendwie raushalten werden. Also entweder der wird betrogen, irgendwo bei der Marine. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Oder dass er halt irgendwie, um Ruffy zu schützen, stirbt vor Kaido, was weiß ich. Dass er im Kaido-Arc, irgendwie Ruffy schützen möchte und dabei stirbt. Die Frage ist halt jetzt, man kann kaum spekulieren, bevor entsprechend der Big Mom Arc zu Ende ist. Das spekulieren kannst du immer. Ja, aber da kommt man komplett in falsche Richtung. Nö, es kann durchaus möglich sein. Also, ich sag mal so, bei Carrot müsste es halt irgendwas sein.
was halt emotional ist, was sie raushält. Also irgendwas Emotionales, was sie raushält. Bei Jinbei könnte ich mir irgendwo was vorstellen, dass er getötet wird, gefangen genommen wird, hingerichtet wird, irgendwas halt. Um Exempel zu statuieren, hey, auch die ehemaligen Samurai der Meere sind nicht geschützt irgendwie, dass da der Generaladmiral ein Exempel statuieren möchte. Generaladmiral ist er, ne? Du meinst jetzt Der Aoki rote oder wen? Fasan. Ja, nicht Fasan. Ja, Hund, immer. oder? Nee, das war. War er nicht roter Fasan? Nein, blauer Fasan und gelber Hund. Aber was war der rote nochmal? Roter Bulle? Nein, Bulle war der andere, der jetzt erst noch vorgestellt wird. Der Generaladmiral. Ich meine, er ist Generaladmiral inzwischen. Der Obersten von der Marine, der Admiräle. Und dass der da einfach sagt, wir richten Jinbei hin und Ruffy dann nochmal ein Traumata erleidet, von wegen, dass wie bei Ace, dass Jim. Akainu, roter Hund, ich hab's gerade nochmal nachgeguckt. Roter Hund, okay. Dass er da auch umgebracht wird, das könnte ich mir vorstellen. Blauer Fasan und was fehlt noch? Gelber Gelber Affe. Kranich war's, ne? Gelber Affe, ich hab's Ach, gerade vor Affe. mir. Ja. War der Grüne der Kranich? Es gab doch noch einen Kranich, ne? Kranich gab's nicht nach meinem Wissen bisher. Der eine war noch Bulle und der andere. Oh, jetzt bin ich überfragt. Der Grüne? Ich glaube, wir kommen gerade schon wieder ab. Wurscht, ja, wir kommen schon wieder ab. Ja, ist egal. Nee, aber das könnte ich mir halt vorstellen. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er Carrot killt. Ich meine, ich bin auch schon so am Überlegen. Es ist durchaus auch realistisch, dass. Wobei, nee, eigentlich nicht. Es wäre cool, wenn der blaue Fasan, da sind wir nämlich wieder, warum ich da nämlich drauf raus wollte, wenn blauer Der Fasan schließt nämlich noch sich. sich anschließen würde. Aber der wäre ein bisschen zu OP. Ich glaube, der wäre ein bisschen zu OP. Ja, fliederfarbener Tiger und grüner Tier. Stier. Stier, okay. Sehr schön. So mal nebenbei. Ja, richtig. Aber den hatte ich halt auch noch so auf dem Schirm gehabt. Aber ich sag mal, das Problem ist halt, wenn es halt wirklich 10 werden sollen, dann wüsste ich nicht, wer es wird. Dann wüsste ich Oder wirklich. irgendjemand anderes fliegt aus der Mannschaft raus. Wen Unwahrscheinlich, aber auch eine Möglichkeit. würdest du denn rausschmeißen? Ich mag Lysop nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie Lysop Aber wenn wir uns eher, wenn wir mal ehrlich sind, Lysop und Frankie haben schon ziemlich ähnliche Gebiete, wo sie arbeiten. Also. rausschmeißen. Ja, also ich sag mal so. Wer auf gar keinen Fall rausfliegen kann, ist Chopper. Ruffy. Ja, Ruffy, klar. Das sind die Strohhüte. Chopper kann auf jeden Fall auch auf gar keinen Fall raus. Nami als Navigatorin definitiv nicht. Zorro, ich glaube kaum. Der erste Mate, den rausschmeißen? Never. Sanji, ich glaube es nicht. Das ist die wichtigste Figur für Ruffy. Richtig, der Koch, ich Der bitte dich. Koch. Ja, man hat es ja in der letzten Folge gesehen, wie es ausgeht, wenn Ruffy kocht. Frankie kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie ihn rausschmeißen, weil wer soll das Schiff instand halten? Lysop? Hat man ja gesehen bei der Flying Lamb. Hat am Anfang funktioniert irgendwie. So, damit sind es eigentlich drei, die im Grunde rausfliegen können. Nico Robin ist auch unmöglich. Nee, das glaube ich nicht. Sobald Nico Robin ist unmöglich. die Poneglyphe zusammengenommen wurden, kann ich mir das durchaus vorstellen. Das Ja, Problem aber ist, bis dahin. dass für mich
die wenigste Screentime und das, was am wenigsten halt, wo am wenigsten drüber erzählt wurde, ist Brooke. Aber. Taschentuch, blüht weiß. Und, aber ich sag mal so, auch Brooke kann ich mir nicht vorstellen, dass der rausfliegt. Und Lysop? Ganz ehrlich? Nee. Noch am ehesten. Noch Nee. am ehesten von deiner Liste gerade. Nee. Also, ich sag mal, wenn einer rausfliegt, dann eher Brock. Aber dann würde wieder ein Musikant fehlen. Und das will Ruffy ja auch wieder nicht. Aber ich sag mal so, derjenige, der am ehesten vorm Rausschmiss stand, war Lysop. Ja. Das heißt, er Man weiß, wie muss das auch ist. sagen, man muss mal überlegen, was für eine Funktion sollte Jimbei oder was für eine Funktion sollte Carrot dann Steuermann. übernehmen. Jimbei, Steuermann. Und Carrot? Das ist richtig kompliziert. Das ist richtig. Das könnte wirklich der einzige Grund sein, warum sie nicht in die Mannschaft kommt, weil sie keine Als richtige Kämpfer. Funktion übernehmen würde. Als reiner Kämpfer. Nee, haben sie eigentlich ja schon Zorro entsprechend. Dann sag mir mal, wofür Lussop da ist. Der ist Schütze. Toll, Kanonier. Ja. Keine Ahnung. Ich wüsste es nicht. Ich wüsste es Das ist halt. vielleicht. Ich wüsste es halt wirklich nicht. Das Aber ist halt Jimbei, wirklich der Steuermann. einzige. Ich meine, Jimbei hatte mal irgendwo erwähnt gehabt, dass er ein guter Steuermann ist. Und einfach als Konter gegen die ganzen Teufelsfruchtnutzer, die wir ja in der Gruppe jetzt inzwischen haben. Es sind ja inzwischen Ruffy, Chopper und Brook sind ja alles Teufelskraftnutzer. Und da Nico kann Robin er nicht halt. vergessen. Nico Robin nicht vergessen. Stimmt, Nico Robin, habe ich jetzt gerade außen vor gelassen. Aber die vier, wenn die ins Wasser fallen, ich sag mal, Jinbei kann da hinterher springen und die einfach rausziehen. Dem ist scheißegal, wie stürmisch die See ist. Ersaufen kann er ja sowieso nicht. Dementsprechend. Ein Fischmensch, der ertrinkt, das hätte etwas. Naja, definitiv. So eine Spur Ironie. Wieder andere auch als der im Hody-Ark war. Auf der Fischmenscheninsel. Der unter Wasser nicht sich bewegen konnte ohne seine Blubberblase. Das war auch super. Ja. Nee, aber ganz ehrlich, rausfliegen kann ich mir nicht vorstellen, weil ganz ehrlich, wir sind jetzt beim Anime sind wir in der 780. Folge. Ich sag mal so, derjenige, der am wenigsten dabei ist, ist Brook und der ist jetzt seit wie vielen Folgen dabei? 200 oder so? Ich hätte 300? jetzt sogar eher, ja, ich hätte eher auf 300 getippt. So, ich bitte dich, nach 300 Folgen schmeißt du doch jemanden nicht raus. Da fährst du voll mit gegen die Wand. Wie Also, viele Manga-Kapitel ist Brook denn schon dabei? bis jetzt ist er noch dabei. Ja, aber wie viele ist er schon dabei? Viele. Auch 400 wahrscheinlich jetzt. Ich nehme es auch mal so um den Dreh an. Also deswegen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass einer rausfliegt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es bei 10 bleiben wird. Es geht, also mir möchte es echt nicht im Kopf. Das Einzige, klar, es wären alle Funktionen auf einem Schiff eigentlich besetzt. Es wären alle besetzt. Er hat einen Schiffsarzt, er hat einen ersten Mat, er hat einen Kanonier, er hat einen Koch. Er hat eine Navigatorin, er hat einen Zimmermann und er hat einen Musikanten. Und einen Captain. Die Archäologin mal rausgelassen, das ist ja keine standardmäßige, was weiß ich, Übersetzung, ja. Besetzung. So. Für ein Schiff. Für ein Schiff zumindest. Ja. So, das Also ich heißt. habe gerade mal geguckt bei Brook, der ist seit Kapitel 337, doch 337 dabei. Wir sind derzeit bei 856. So, also der, ganz ehrlich, da fliegt keiner raus. Da fliegt wirklich keiner raus. Ich sag mal, es kann natürlich sein, dass Carrot jetzt irgendwo irgendwas hat, was sie besonders macht, was sie specialig macht, oder dass er einfach, oder dass Ruffy einfach sagt, um die Piratenallianz zu stärken, möchte er. Nee, stimmt gar nicht. Jimbei ist auch ein Mink, ne? Fischmenschen gelten als Minks, oder? Nein,
Ich glaube, nein. Ich meine ja, ich Also. meine, dass Wanda mal erzählt hat, dass Fischmenschen auch Minks sind. Boah. Ich meine ja. Ich hätte jetzt so gesagt, um die Verbundenheit zwischen der Allianz zu stärken, nimmt der Carrot halt mit. Also Fischmenschen und Mink das gleiche? Nein. Ich sag mal so, So Menschen was ich sind ja auch gerade sehe, Minks. nein. Ja. Alles ist Mink. Ja, ist ja so. Ist ja so. Also, so wurde zumindest erklärt. Deswegen, also. Vielleicht ist einfach die Übersetzung da davon Mist. Nee. Da wurde ja gesagt, dass Menschen ja Affenminks mit re relativ wenig Haaren sind. Das sollte wahrscheinlich eher ein Scherz sein. Okay, da haben wir's. Similar to Fishman and Merfolk. Okay, also wäre Jimbei was anderes als ein Mink? Also es sind keine Minks, die Fischmenschen. Das heißt durchaus möglich. Also ich könnte mir das durchaus vorstellen, um sowas zu fördern. Und dann, keine Ahnung, irgendwo, dass sie irgendwas hat. Das Problem ist halt, jeder von denen hatte halt bis jetzt einen Traum. Und was wäre denn Jimbays Traum? Was wäre Carrots Traum? Carrot möchte einfach nur raus. Die ist halt Also so in von der Jimbei ist es Pubertät. eigentlich relativ einfach, dass er möchte, dass die Fischmenschen und die Menschen in Frieden, Harmonie leben. Wäre jetzt so ein Ansatzpunkt. Durchaus Oder dass die möglich. Fischmenschen nicht diskriminiert werden oder sowas in der Richtung. Meine Fresse, das Meerfolg ist echt, sind voll die Nazis. Das sind Rassisten gegenüber den Fischmenschen, weil die so fischig riechen. Also wie gesagt, Genau. also eigentlich kann ich mir nur vorstellen, weil es gibt wohl bestätigt ein Bild, wo Caesar Clown drauf ist, dass es Caesar wird. Kann ja sein. Warum auch immer. Also ich glaube, das ist ein Fake. Kann ich mir auch noch vorstellen. Ich kann mir vorstellen, eigentlich erwarte ich es, dass es Jimbei wird. Und mit 99,9%iger Sicherheit gehe ich auch davon aus, dass es Carrot auch noch wird. Jimbei ist nur Strohhut, geiler, Aber ich sag mal, die drei sind eigentlich die einzigen, die als Diskussion da sind. Und ihr dürft uns gerne mal schreiben, wen ihr am liebsten da sehen würdet. Welchen würdest du am liebsten sehen? nicht. Ganz jemand anders, was ganz Neues, das sie noch mal reinbringen, wäre mir am liebsten. Also bist du für keinen der drei? Wirklich komplett was ganz anderes, dass sie einen vernünftigen Logia-Nutzer da reinkriegen, damit sie mal Nee. was haben, was vernünftig Stärke in die Mannschaft reinbringt. Nee, einen Logia-Nutzer Die kriegen die nicht restliche rein. Welt ist doch extrem übertrieben stark im Vergleich zu der restlichen Bande. Deswegen, da müsste was Vernünftiges rein, meiner Meinung nach. Ja, deswegen Und haben sie es es auch, fehlt einfach ein Logia-Nutzer. und deswegen haben sie auch das Talk hier reingebracht, weil sonst hätten sie echt langsam Probleme bekommen. Ja, aber es ist trotzdem langweilig, wenn sie keinen richtigen Logia-Nutzer in ihrer Mannschaft drin haben. Das ist aber ein Thema für wann anders, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. In diesem Sinne, ihr dürft gerne uns reinschreiben, was ihr denkt, wer kommen wird und ob ihr der gleichen Meinung seid wie ich, dass Carrot auf jeden Fall da rein muss. Hallo Carrot! Und oder ob ihr der Meinung seid vom D, ob da wirklich ein Logia-Nutzer rein muss und Eine die anderen weibliche drei. Logia-Nutzerin wäre cool. Die ein Mink ist. In diesem Sinne, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, da würde mich auf jeden Fall freuen und den D auch. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Anime Talk. Haut's rein, bis dann. Bye bye. Ciao, ciao.